Boah, ist das Fahrt heute an der Wall Street. Wir haben am Anfang ein bisschen Action gesehen, aber seitdem ist die Luft komplett raus. Wir dürften heute wahrscheinlich den Handelstag mit dem geringsten Handelsvolumen seit Jahresbeginn sehen. Und vielleicht liegt es auch daran, dass zwei wichtige Ereignisse in dieser Woche stattfinden. Einmal die PCE-Inflationsdaten, die kommen am Freitag. Am Freitag ist Karfreitag, das heißt, die Börse ist zu. Und der gute Jerome Powell wird sich am Freitag äußern, auch zur Geldpolitik. Wann? Am Freitag. Am Freitag ist die Börse zu. Also sind die zwei Hauptevents in dieser Woche im Grunde unter Ausschluss der Öffentlichkeit, zumindest unter Ausschluss der Marktöffentlichkeit, könnte man sagen. Und so sehen wir einen Lull- und Lallhandel bisher. Und der gute Jerome Powell aber hat ein bisschen Opposition innerhalb der Fed. Das haben heute einige Fed-Mitglieder gesagt. Ein bisschen Aufregung wenigstens, aber es hält sich in Grenzen an diesem Montag. Wir schauen uns die Dinge mal an. Und hier sehen wir eine Headline von Bloomberg: Stock Fatigue kicks in with eyes on Friday's PCE. Wie gesagt, am Freitag diese Daten, da werden die Märkte nicht sofort drauf reagieren können. Aber hier sehen wir mal die Consensus Estimates. Also das, was die Analysten erwarten für die Gewinne der US-Unternehmen. Und das ist relativ deutlich nach unten gegangen, was natürlich dann sehr viel Sinn macht, dass die Kurse nach oben gegangen sind. Das heißt mit anderen Worten, die Aktien sind teurer geworden, obwohl die Einschätzungen der fundamentalen Situation dieser Aktien sich eher verschlechtert hat. Naja, gut, kann man machen. Hier sehen wir mal, was heute bei den großen Dickfischen passiert ist. Da haben wir eine Microsoft im Minus, eine Apple im Minus, eine Google im Minus, eine Meta im Minus, Amazon im Plus. Und die Headlines eben Apple, Google, Meta, die jetzt untersucht werden von der EU wegen eben Verstößen gegen die Gesetzgebung innerhalb der EU. Könnte langwierig und vielleicht auch ein bisschen teuer werden für die US-Konzerne, aber normalerweise sind die Strafen nicht so, dass das wirklich wehtut, aber wehtut schon ein bisschen mehr wohl Intel und AMD, die aus oder von chinesischen Regierungsrechnern verbannt werden sollen. So hat es die Financial Times berichtet, AMD zunächst mal im Minus, auch Intel. AMD ist dann ins Plus gedreht, warum auch nicht, ist ja eine Spitzennachricht, wenn hier diese Chips nicht mehr eingesetzt werden in China. Nvidia dagegen stützt den Markt, wir haben es gesehen. Und die Aktie zunächst mal vorbörslich ganz gut eröffnet, aber dann eben die Meldung, Google, Intel und Qualcomm würden sich zusammentun, um die Dominanz von Nvidia zu attackieren, die Aktie dann ins Minus gedreht, um dann wieder ins Plus zu drehen, um dann wieder ein bisschen dieser Gewinne abzugeben. Also man scheint da nicht allzu besorgt, dass diese Dominanz von Nvidia irgendwann enden wird. Irgendwann wird sie natürlich enden, wie alle Dinge enden, die sozusagen auf absoluter Marktmacht basieren, zumal in einem Bereich, der nicht wie zum Beispiel Internet suchen. Irgendwann gewöhnen sich die Leute an Google und sehen dann auch, Microsoft Bing ist einfach schlecht, da brauche ich nicht hin, also bleibe ich bei Google. Das wird bei im Chipsektor wahrscheinlich anders sein. Da werden irgendwann Firmen kommen, die durchaus gegen Nvidia anstinken können. Aber Apple jetzt, die heute ja im Verlust sind bisher, da rückt Nvidia immer näher und droht wirklich Apple bald zu überholen. Apple ist ja wirklich auch jetzt nicht gerade der Hort der Innovation, musste viele Projekte einstellen. Insgesamt sehen wir an diesem eher faden Tag, dass die verschiedenen Index-ETFs in den USA allesamt überkauft sind. Wir sehen den Dow Jones, obwohl der so ein bisschen gelitten hat in den letzten Tagen. Wir sehen den Russell, der derzeit gesucht wird. Man sagt sie also, okay, wir kaufen dann mal Nebenwerte, wenn die Tech-Werte schon so gut gelaufen sind. Und hier sehen wir das ein Stück weit. Der Nasdaq ist zwar weiter nach oben gegangen, ist aber schwächer in Relation zum S&P 500. Gemeint ist der Nasdaq 100. Und wir sehen auch, der Index ist gestiegen, obwohl die Anzahl von Aktien, die über dem wichtigen 50-Tages-Durchschnitt sind, deutlich niedriger ist als noch zuletzt. Das heißt, wir haben eben die wenigen Aktien, die Nvidia, die hier die ganze Geschichte mit nach oben getrieben habe, auch eine Meta natürlich und all das in der Situation, wo Leute wie Peter Thiel, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg und viele andere
doch relativ kräftig eigene Aktien verkauft haben. Also die halten das zu jetzt oder haben das gehalten für einen guten Zeitpunkt, mal ein bisschen die Chips vom Tisch zu nehmen. Die Retail-Trader, die Privatinvestoren sehen das anders und werden unterstützt durch den guten Jerome Burns. Das ist der Mann, der jetzt in dieser Situation die Zinsen senken will, wo der Ölpreis wieder deutlich steigt, wo Commodities steigen, wo also vieles dafür spricht, dass wir jetzt nicht nur im Dienstleistungssektor Inflation haben, sondern auch im Gütersektor diese Inflation zurückkommen wird. Und warum will er das? Naja, es ist Wahljahr und die gute Janet Yellen hat ihm wahrscheinlich gesagt, Mensch Pauli, da müssen wir was machen, der gute Joe Biden, wenn er nicht vergisst, dass er Wahlkampf hat, dann musst du ihn unterstützen. Deswegen hier der Bericht auf Bloomberg, Paul sei bereit, den Arbeitsmarkt zu unterstützen, eben, selbst wenn es bedeutet, dass die Inflation ein bisschen höher ist. Er hat bei der letzten Sitzung mehrfach gesagt, ja, sollte der Arbeitsmarkt sich abschwächen, dann werden wir bei den Zinsen was machen. Und das sehen aber nicht alle so. Wir haben etwa Bowman, wir haben Barkin, wir haben Bostic, die allesamt sagen, also wir sehen jetzt eher nicht Zinssenkungen. Wir sehen eher in zu frühen Zinssenkungen eine Gefahr. So hat sich Bostic heute klar geäußert. Auch Cook hat sich so geäußert. Also da gibt es einige, die sagen, nee, wir sollten vielleicht jetzt die Zinsen noch nicht senken, aber die sind eben auch nicht in der Verantwortung wie Paul, der sich wahrscheinlich vor der guten Janet Yellen rechtfertigen muss. Und hier sehen wir mal, warum die das sagen. Wir haben die Financial Conditions, die extrem locker sind. Paul hat ja gesagt, oh, die Finanzkonditionen, die hätten sich ja deutlich gestraft. Das ist alles falsch, was der gute Mann gesagt hat. Es ist reines, wie soll man sagen, Zweckargumentieren, um irgendwie die eigene Position aufrechterhalten zu können, angesichts von Inflationsdaten, die ja deutlich höher waren. Dann die Lockerung der Financial Conditions schafft Nachfrage, Nachfrage schafft Inflation. Und so werden wir wahrscheinlich weiter sehen, dass die Inflation über dem normalen Trend ist. Und statt dass die Fed jetzt hergeht oder Paul hergehen würde und sagen würde, okay, wir werden die Zinsen nicht senken, bis das in Übereinstimmung ist, bis wir wieder hier in diesem Trend sind, solange werden wir nichts machen, will er jetzt hier offenkundig schon im Juni die Zinsen senken. Und das könnte, wie der Dauerbulle Ed Yardeni sagte, durchaus eine Blase wie in den 90er Jahren hervorrufen. 1996 hat ja der gute Alan Greenspan gesagt oder gesprochen von der Irrational Exuberance, vom irrationalen Überschwang. Aber diesmal ist alles anders. Wir sehen die Optionsmärkte. Hier ist so wenig Risiko eingepreist wie eigentlich seit Jahrzehnten nicht mehr. Was soll schief gehen? Wir haben die Fed sozusagen, denkt man sich hinter unserem Rücken. Wir haben Nvidia, was soll da schon schief gehen und so weiter. Auch wenn die Chinesen irgendwie ein paar Chips von den Amerikanern bannen, das macht überhaupt nichts. Das wird schon werden und insgesamt sehen wir, dass ja die Zentralbanken derzeit die Zinsen senken. Tendenziell die Zinsen senken. Wir haben die Schweiz, wir haben Mexiko, wir haben andere. Und das, als wären wir schon in einer ökonomischen Krise, was wir noch nicht sind zumindest. Obwohl China ja nicht so toll ist, Europa nicht so toll ist, haben die Amerikaner. Die stehen ja noch relativ gut da. Und man sieht übrigens auch keine Risiken bei den Junk Bonds, also bei den schwachbonitären US-Unternehmensanleihen. Die Risikoprämien sind jetzt so gering wie seit Jahren nicht mehr zu US-Staatsanleihen, die ja als in Anführungszeichen sicher gelten. Und dennoch sehen wir, dass die Default Rate deutlich nach oben gegangen ist. Das heißt, wir sehen schon, dass da Risse sind, aber die werden schlichtweg nicht bepreist, weil man sich sagt, naja, das wird schon alles wieder werden. Kommen wir abschließend, meine Damen und Herren, noch zum DAX. Wie gesagt, das ist ein bisschen fad. Man muss schon sehr akut aufpassen, dass einem die Kinnlade nicht auf die Enter-Taste fliegt und man dann aus Versehen kauft oder verkauft. Ja. Hier sehen wir, dass in Deutschland haben wir auch eine Nvidia, die heißt Rheinmetall, jetzt nach den Anschlägen oder dem Anschlag in Russland, diesen Angriffen auf die Ukraine heute Nacht. Da sehen wir, dass Rheinmetall
nicht nur wieder deutlich steigt, sondern die am meisten gehandelte Aktie im DAX ist vor Allianz, vor SAP, vor Infineon und vor Siemens. Das pusht den DAX, der sich insgesamt, finde ich, komisch verhält. Früher war es so, hat der S&P 500 einen Viertelpunkt Bewegung gemacht, dann war das ein Punkt im DAX. Jetzt macht der manchmal irgendwie so komplett eigene Geschichten, aber nicht wirklich mit Sinn und Verstand, hat man das Gefühl. Also ich sehe da manchmal keine Logik, was der DAX da alles veranstaltet. Ist das Logik, was der Jeromy will? Die Fed will Rezession vermeiden. Wichtiger als Inflation. Hier eine Einschätzung meines Kollegen Wolfgang Müller als erste Artikelempfehlung. Und die zweite Artikelempfehlung, meine Damen und Herren. Paul bereit, Arbeitsmarkt zu stützen. Und hier die Inflation klein zu reden, um in irgendeiner Form politisch unterstützend wirken zu können, um den guten Joe Biden und die Janet Yellen im Amt zu halten. Ob das gelingt, da habe ich meine Zweifel, egal was die Fed macht. Also diese beiden Artikel Ihnen zur Empfehlung. Und jetzt sage ich erst einmal Servus und Ciao.